Alter! Oh ja, wenn ich hier mal zum Anlauf kommen würde. Oh, ich muss mich hier gerade doch ein kleines bisschen konzentrieren, ne? Ach, herrlich. Tut mir leid, Warzenschweini. Der Stammbaum dieser monströsen Keiler wurde von den Goblin-Stämmen jahrhundertelang geheim gehalten. Für ihre Entstehung sind spezielle Zuchttechniken und Futtermittel sowie eine Menge schamanischer Magie verantwortlich. Warzenschweine sind so selten, dass nur wenige Goblin-Stämme sie den Luxus leisten können, mehr als nur eines dieser Reittiere zu besitzen. Goblins verwenden sie nicht nur, um auf ihnen die Schlacht zu reiten, sondern auch, um Müll und Essensreste zu entsorgen. Für eine saubere Umwelt. Why not? Und ich guck mich noch... Diese Ente! Ich werde von Enten verfolgt. Das ist ja genauso schlimm wie das Evil Chicken in Kongs Minecraft. Okay. Ach du Kacke. So, Zeitgenosse, was hast du für mich? Eine Schriftrolle. Ich habe meine Kampffertigkeiten geübt und habe entdeckt, dass ich meine Konzentration steigern kann, wenn ich oft blocke. Das macht sich wirklich bezahlt, denn ich kann jetzt viel schneller fokussieren und so meine Magie während eines Kampfes stets aktiv halten. Okay. Also sehr viel... blocken wir das. Okay. Gabriel! Bitch, please! Ja, ich konzentriere mich hier gerade. Lass dich ruhig fallen, Gabriel. Drücke X, um dich von da unten abzustoßen und... Okay. Warum du hier speichern? Okay. Aha! Hi!
erst euch aus dem Weg räumen. Ach, nervt. Das ist schon wieder so ein bisschen endlos, oder? Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht gleich nochmal machen. Ich weine sonst. Nett, die mit der Kette ranzuziehen. Das gefällt mir. Das will mir nicht gefallen. Schriftroller. Jede Kreatur ist für eine bestimmte Waffe besonders anfällig. Wer ein bisschen überlegt, kann die Schwachstelle einer jeden Kreatur erraten und dieses Wissen gegen sie einsetzen. Ich werde mir ein paar Notizen machen, um mir das alles zu merken. Eine Art Bestarium, das mir zu jeder Kreatur sagen kann, was ich wissen muss und wie ich sie am besten besiegen kann. Nett. Nett, nett, nett. Das schon einmal auf. Oh, ich habe Angst, dass ich da immer runterfalle. Oh Gott. Arena-Kampf. Ich liebe euch auch. Ach, ich liebe euch doch alle. Ja, ich konzentriere mich gerade ein kleines bisschen. Ach, hier bist du! Versteck wie eine feige Ratte!
Großer Lucano, hi. Entschuldigt, wenn ich während des Kämpfes mal ab und zu ein bisschen leiser bin. Was habe ich denn jetzt? Hörer Lykantroph. Oh, ich mag Lykantroph nicht sagen. Darf ich Lykaner sagen? Das ist ein bisschen schöner. Als höhere oder reinblütige Lykaner gelten jene, die von dunklen Fürsten selbst gezeugt wurden. Wie er das wohl gemacht hat. In solchen Fällen wird der Zustand nicht als Krankheit angesehen, da die Umwandlung bewusst angestrebt wurde. Die Gabe der Lykantrophie wird von dunklen Fürsten der Werwölfe jedoch nicht jedem gewährt. Nur eine Handvoll seiner treuesten Diener haben dieses Geschenk bislang erhalten. Der dunkle Fürst betraut diese Elite-Soldaten mit Spezialaufträgen. Sie sind nicht nur furchterregende, sondern auch unglaublich intelligente und respekteinflößende Gegner. Ja. Na komm, hier kriegt... Ja. Gabriel, würdest du bitte? Nein. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Oh, man hätte hier einen Magiestein finden können. Echt jetzt? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Uns wird hier so viel... Und ihr scheint auch Waffen-Upgrade zu geben. Oh Gott, Leute, wir werden... This ancient city occupies many layers, each one being the foundation for the next. It is a labyrinthine maze of dead ends and forgotten walkways. Danger lurks around every corner. He has shown great resilience, but this journey will take him longer than anticipated and deeper than any man has ever ventured in centuries. He will need all his wits to find an alternative route into the heart of the city, where his destiny awaits him. Ich wollte gerade sagen, oh Leute, wir werden so viele Level noch einmal machen müssen. Ich bin auch überlegen, wenn wir die nächste Karte erreichen, ob ich dann nicht mal ein Part mache, wo ich einfach mal auf die anderen Karten zurückgehe, um da so kleine Missionen zu erfüllen, um vielleicht hier und da noch was zu kriegen. Da liegt wer? Ich habe die Leichen meiner Brüder auf der Suche nach Stein geplündert. Wenn ich genug davon sammle, bin ich unbesiegbar. Diese Narren versuchen,
die Welt zu retten, während ich bald dazu fähig sein werde, sie mit Hilfe meiner neu erworbenen Macht zu erobern. Ich weiß, dass ich ein Lichtstein... Ich will Leuchtstein sagen. Ich glaube, ich spiele zu viel Pokémon, meine Lieben. dass sich ein Lichtstein in der Nähe befindet und ich habe vor, ihn mir zu holen. Niemand kann mich je noch jetzt noch aufhalten. Niemand. Diabolisches Lachen einfügt. Blöde Scheißteil. Jetzt möchte ich mich aber auch... Das Problem ist, weil man hier so viel übersieht, dass sie nicht wirklich oben wird. Es ist schon sehr geradlinig, das alles, und ich sehe schon wieder Arena-Kampf auf mich zukommen. Ja. Hi. Ach, ich bin auch erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Hi. Ich hoffe, dass der Tag... Nein! Ich möchte gerade weinen, Leute! Ich möchte gerade echt meinen Superlevin, glaube ich, gerade ans Mikro gekommen. Oh, ich möchte gerade weinen! Ich möchte gerade echt heulen. Das ist so furchtbar. Das ist gerade so furchtbar. Ich mag es nicht. Drücke RT, solange die Spinne betäubt ist, um aufzusitzen. Drücke X, um Nahkampfaufgriff zu Fernangriff. Okay. Halt. Man kann auch einmal runterscrollen. Spinnen können ihr Netz einsetzen, um mit der Umgebung zu interagieren. Drücke Y, um das Netz auf eine schimmernde Interaktion anzuwenden. Du darfst es töten. Danke. Lichtsteinmagie? Wir müssen definitiv noch mal einmal zurück, wenn wir, wir müssen dann wirklich noch mal zurück, um... Bestimmt hat einer von diesen Schweinen da was in sich. Ach, ich muss hangeln. Er wollte nicht drüber springen. Halt, da muss ich hoch.
Bin ich für irgendwas zu doof gerade?